Da sind wir wieder zurück bei Pokémon Y. Ja, wir sind hier immer noch in der Omega-Höhle. Das letzte Mal haben wir ziemlich aufs Maul bekommen. Und zwar, weil wir zu blöd waren, aus Versehen, beziehungsweise euch trifft überhaupt keinen Schuld, das war ich alleine, aus Versehen Erholung eingesetzt haben. Und ja, dann ist unser Quajutsu einen qualvollen Tod gestorben. Zum Glück ist es jetzt aber wieder natürlich voll auf der Höhe. Jetzt könnte ich vielleicht sogar, mir ist wirklich leisten, Erholung einzusetzen, aber nein. Ein Pokémon mit Überbrückung habe ich leider nicht. Wenn ich ein Pokémon mit Überbrückung hätte, hätte ich zum Beispiel mit meinem Pokémon Weiß LP mit Maxax, dann kann ich das so bewerkstelligen, dass ich diese Gegner mit einem Treffer erledigen kann. Mit Überbrückung tut die gegnerische Fähigkeit außer Kraft setzen. Das würde in dem Fall bedeuten, dass Robustheit natürlich keinen Nutzen mehr hat. Ja. Die Spezialverteidigung ist schon sehr viel niedriger als die physische Verteidigung. Bei dem würde ich, wie gesagt, bei den Nefoster auf jeden Fall das etwas besser verteilen. Würde ich den Spezialangriff und die Init ist hier das Entscheidende. Weil überlegt euch das mal. Ein Quajutsu in dem Fall, also Sasuke 2 mehr oder weniger. Oh, die Höhle ist ja echt groß und cool. Also ich mache diese Brücken. Auf jeden Fall mit 4 Angriffsattacken. Nämlich Surfer, Sondersensor, Surfer, Finsteraura, Eisstrahl, Sondersensor. Eisstrahl ist ein bisschen stärker als Sondersensor. Stellen wir uns das einfach mal vor, von der Theorie her. Wenn es angreift, tut es immer den Typ wechseln. Das heißt, es ist immer Step. Der Vorteil, es ist immer schneller als der Gegner, weil es eine verdammt hohe Init hat. Oder wahrscheinlich so gut wie immer, außer natürlich, wenn Bizarro-Raum aktiv ist, dann haben wir ein Problem. Und eben diese 4 Angriffsattacken, was sich natürlich bei dieser Fähigkeit perfekt anbietet. Und dann noch einen gut gepowerten Spezialangriff durch das mäßige Wesen. FM, FM, FM. Alter, du... Ich möchte Big FM, nicht dich. Mein Göttle. So, das Sondersensor ist Käfergift nämlich. Kommt aus der zweiten Generation. Piss dich. Die ich ja anschließend spielen werde. Wobei ich einen Spin-Off dazwischen schieben werde. Welches möchte ich euch noch nicht verraten. Ich glaube, viele von euch könnten es lustig finden. Aber ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ja, diese Musik hier. Das hatte ich das letzte Mal versucht anzusprechen. Im letzten Part. Und bin dann ein wenig unterbrochen worden. Es tut mir leid. Beziehungsweise habe ich selbst unterbrochen, also es war Blödheit. Und zwar habe ich gesagt, einerseits haben wir beim Soundtrack etwas gegeizt, indem eben die Routen sehr gleich geklungen sind, die Orden sich verdammt gleich angehört haben, die nicht, also, Quatsch, die Orden. Die Routen sich sehr gleich angehört haben, wo ich gemeint hatte, dass das dann im Vergleich zu, das ist dann ähnlich sehr wie in Schwarz und Weiß. Jetzt wird's besser. Mit der Weite der Routen. Aber zum anderen hat man sich auch viel Mühe gegeben, denn wenn diese Trainer praktisch einen herausfordern, hört man den Track von Generation 4 schon, hat man den schon von Generation 1 gehört, von Generation 2 habe ich schon einen Track gehört. Jetzt müssen wir mal hören, ob man einen Track auch aus Schwarz und Weiß und oh, ein Mondstein, cool. Ob man auch einen Track aus Schwarz und Weiß und Rubin Saphir hört. Die habe ich jetzt noch gar nicht vernommen. Oder ich zumindest nicht bewusst, kann es sein. Vor allem, weil ich sehr viel Schwarz und Weiß davor gespielt habe, dass das jetzt mittlerweile meine weniger automatisch schon aufgenommen habe. Aber auf jeden Fall, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Allerdings Katapult. Also ich könnte für Mikulöp übrigens auch mit Katapult angreifen. Wäre dann halt physisch. Aber ich habe den physischen Angriff von Kawaii extra geschwächt, auch wenn er immer noch ziemlich hoch ist eigentlich. Zum Glück hat er da auch wenige EVs. Das ist auf jeden Fall richtig gelaufen bei ihm, sagen wir es so. Dass er da wenig hat. Hier kommt ein Fußtritt. Und was natürlich auch gut beim Supertraining ist, in den ersten 5 Generationen war es nämlich so, jedes Pokémon konnte 254 Werte auf allen EVs haben. Also, sagen wir es so, auf jedem Wert konnten maximal 254 EVs sein. Aber nur 252 haben was gebracht, weil nur jeder vierte einen Statuspunkt gab. Das heißt, man konnte 2 Werte maximieren. Scheiße.
muss ich dir Credit geben. Das war gut, Geotesto. Das ist nämlich sauber ausgenockt. Auf jeden Fall, um zum Thema zurückzukommen. Das mache ich jetzt auch mit Giftschock. Ist mir jetzt zu blöd. Blöd hat es wieder einer Serie auszusetzen, die ich nicht mehr loswerde. Aber ich habe jetzt den Faden verloren. Alter, wie viel hält der aus? Was zum Geier. Jetzt gehst du aber. Genug gespielt. Tschüss. Boah, der hat schon eine ganze Menge aus, dieses Geotesto. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber auch gute Spezialverteidigungswerte natürlich. Trotzdem, das hat mich jetzt echt überrascht. Aber wo war ich? Ich glaube, es hat irgendwas mit Fajuts und seinem Spezialangriff zu tun, aber ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Und wie immer, wenn ich komplett aus dem Konzept gekommen bin, weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich jetzt wieder ansetzen soll zu reden. Das tut mir leid. So, Kämpferin. Aber auf jeden Fall. Werde ich dann eben. Genau, stimmt, die EVs. Genau, das stimmt. Da wollte ich noch was zu den EVs sagen. Weil es jetzt eben so ist, dass man nur noch 252 als maximalen Wert hat. Und früher hat man es dann halt so gemacht, weil man eben zwei Werte nur maximieren konnte. Hat man dann die restlichen 4 EVs noch irgendeinem anderen Wert gegeben, damit da zumindest ein weiterer Statuswert draufkommt. Oh, ist ganz schön kompliziert. Ja, da haben wir den Finsterstein, super. Könnte ich das für Kramurks jetzt verwenden, um es zu Kramchef zu entwickeln als Idee. Oder ich gebe ihm jemanden, der ihn brauchen könnte. Es gibt da sehr viele Pokémon. Sehr viele Trainer, die Kramukles haben oder ins Team haben wollen. Daher kann man das schon gut machen. So, und jetzt haben wir schon das Problem, dass ich flüchten muss. Und zu Ivelta wechseln, weil, ja. Und die Erfahrung mit dem Männchen hat auch nicht nehmen lassen, weil, komm, diese wilden Pokémon sind absolut awesome mit ihren hohen Leveln. Natürlich, wenn ich den EP-Teil hätte, würde das jetzt etwas anders aussehen, aber da ich ihn nicht besitze, läuft das doch ziemlich gut bisher. So. Zack! Tschüss. Wobei, oh Mist. Ich hatte die ganze Zeit einen Logikfehler, fällt mir gerade auf. Oh Mist, ich dachte gerade schon die ganze Zeit, dass Unlichter nicht sehr effektiv gegen Stahl sind, aber das ist ja seit Generation 6 gar nicht mehr so. Oh, ich hätte die ganze Zeit angreifen können. Für neutralen Schaden mit Finsteraura, mit Iveltal. Das ist mir jetzt nicht gekommen. Boah, und ich glaube, ich lasse jetzt auch Iveltal wieder vorne, weil ihr merkt, viel Sinn hat das jetzt nicht, was ich mache. Ständig hin und her gewechselt, weil hier größtenteils für Mikulas zu Hause scheinen. Phonifras haben wir noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den verpasst habe oder woran es liegt. Aber ja, Phonifras haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Das ist ein relativ böses Pokémon. Das tut nämlich Femicula schmelzen und sie fressen. Ist der Rival von Femicula. Und die waren in Schwarz und Weiß. Und Schwarz und Weiß war relativ nah beisammen, denn der Siegestraße war Femicula innen zu finden und Phonifras außen. Heißt, es war ein ständiges Fressen und gefressen werden zwischen den beiden. Aber ja, so. Der ist wieder nach vorne. Ich kann mit Bisaflor eben gerade echt nicht. Ich hoffe, die nächste Route wird fruchtiger oder fruchtbarer für ihn. Sanzig hat jetzt auch schon dabei nichts mehr gefunden. Nee, schade eigentlich. Ah, da! Habt ihr gesehen, wie man etwa erkennt, wenn etwas von der Decke tropft? So kann man es. Alter. Wollt ihr mich eigentlich langsam verarschen? Was ist das denn? Kommt da jetzt mal in FM oder was? So, verpiss dich. Ich weiß, dass nicht sehr effektiv. Quatsch, neutral ist, aber. Okay, voll, aber soll ich nie erfahren, ob es reichen würde, ihn auch so umzubringen. Sehen wir sie vielleicht gleich. Oh, jetzt habe ich schon einige Wege, die ich gehen kann, oder? Okay. Die Höhle ist verdammt groß sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Höhle so groß ist. Ich dachte, das ist so dieser kleine Abschnitt. Aber jetzt hänge ich hier ja doch ziemlich drin. Ziemlich verloren drin, wenn ich sogar ehrlich bin.
keine wirklichen Karten, um zu sehen, wo ich mich aufhalte. Da muss ich auf jeden Fall noch Proviant demnächst mir holen. Schauen, was ich alles habe. Aber ich muss sowieso alle meine Parts mir irgendwie nochmal anschauen, sie zu kontrollieren. Weil ich bin jetzt ein Perfektionist, aber da scheint nichts zu sein. Nee, da kann ich dann auch da oben hingehen, auch wenn da wieder sehr, sehr viele Wege abgehen und ich nicht genau weiß. Also es ändert mich ein bisschen von der Komplexität. Solche komplexen Höhlen hatten wir schon länger nicht mehr, muss ich sagen. Die in einer waren größtenteils alle relativ linear. Nur die Grundwassersenke. Gut, und natürlich die Höhle der Prüfungen oder die Höhle der Schulung, die in Schwarz und Weiß zwar entfernt wurde, was ich schade fand. Allgemein in Schwarz und Weiß 2, es wurde echt viel guter Content hinzugefügt. Aber zwei der epischen Sachen von Schwarz und Weiß wurden entfernt. Nämlich zum einen die Route 10, das war die einzige Route, die nicht begehbar war. Weil man einen anderen Weg zu der Siegestraße wollte, das ist ja gut. Schön und gut, aber da hätte man ja trotzdem einem die Möglichkeit lassen können, diese Route 10 lang zu wandern. Die hat einen epischen Soundtrack. Also das finde ich sehr schade. Und was auch das Problem ist, ist das, Dings. Wow, okay, ja, das ist neutral. Nee, was auch schade war, war eben die Hülle der Schulung. Das war echt ein echt richtig geiler Dungeon. Das finde ich schade, dass der entfernt wurde. Genauso wie um die Route 10. Ansonsten natürlich Schwarz 2 und Weiß 2 absolut episch. Hat die Orte gut ausgebaut. Den Wendelberg haben sie super ausgebaut. Die Panaero-Höhle war noch da. Die Städte hatten den gleichen Glanz. Schaut, die war sogar noch ein bisschen größer. Also an sich wirklich exzellenter Job. Der ewigen Wald. Nee. Doch, das ist der ewigen Wald. Nicht der Ewigwald. Der Ewigwald ist in Sinnoh, der Ewigenwald in Einal. Der war auch super. Also das waren eigentlich, was die Gebiete angeht, die einzigen beiden Sachen, die mich gestört haben. Ansonsten kamen mir viele neue Sachen dazu, wie die Stratos-Kanalisation, die ich so cool fand. Dings. Monsentiero. Das war geil. So, ich habe jetzt mal den schnellen Weg hier genommen. Ah, okay, genau. Und da kann ich da wieder runterrutschen. Okay. Dieser Kreis wäre geschlagen. Da weiß ich jetzt Bescheid. Bei Pupitar eines Bedenken. Es ist bis zu Level 55. Dann wird es nicht zu Despotar. Es ist Bodengestein. Anschließend wird es zu Despotar. Und das ist wirklich sehr freundlich von den Entwicklern, dass sie hier einem dieses Pokémon schon auf so einem hohen Level geben. 46. Das lässt sich sehen. Da brauchen wir jetzt gerade mal noch 9 Level entwickeln. Früher hat man diese Pokémon auf einem viel niedrigeren Level bekommen und musste sie dann wirklich lange trainieren, ehe sie auch noch einigermaßen brauchbar waren. Also wie gesagt, das ist schon nett von den Entwicklern, dass man bereit ist, einem so entgegenzukommen, weil es ist auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit. Und was ich auch machen werde, möchte ich gleich ankündigen, ist, ich werde euch danach zeigen, wie man Eier züchtet. Ich werde hier nicht nur diese Tussel mit dem Helm der Herzschuppe besuchen, um da mal bei meinen Pokémon zu schauen, was man da so rausholen kann, sondern ich werde dann, wie gesagt, auch einfach mal so exemplarisch zeigen, wie man züchtet. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn ich dieses FM nehme, was schon das richtige Wesen hat. Und das dann, gut, ich werde es viel trainieren müssen, das wird nervig. Es wird gerade mal auf Level 1 sein, wenn es aus dem Ei kommt. Wie ich das managen soll, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage, weil, wenn es von Level 1 kommt, und es hatte nicht mal dieses EP-System aus Schwarz und Weiß, wo man relativ schnell wieder Level aufsteigt. Dennoch, ich denke, mit dem EP-Teiler hier ein bisschen gegen Pokémon auf Level 52, und es wird nicht so lange dauern, aber dennoch, darf man das nicht unterschätzen, das wird schon seine Zeit beanspruchen. Und da werde ich dann schon eine Weile nicht mehr aufnehmen können. Ich habe es letztes Mal ja gesagt, 15
Parts, Tage nach Release, 100 Parts. Könnt ihr euch selbst ausrechnen. Das sind in etwa 30, 60. Komme ich da nicht wieder hoch? Ich hoffe doch, ja, okay. Kein Problem. Oh, Moment, was haben wir hier? Okay, da unten ist auf jeden Fall was. Okay, Moment. Bit confused at the moment. Das hat mich jetzt nicht zu sehr hier verirren. Auf jeden Fall, das sind 4, 5, 6, um die 6 Videos am Tag. Ich glaube, ihr kennt schon, wie das netter bei mir abläuft, aber natürlich muss es auch sein, denn mein Semester ging am 15. wieder los und ich muss natürlich möglichst viele Videos, sage ich mal, schaffen, ehe es in der Uni so wird, dass ich so eingespannt bin, dass ich kaum noch Zeit habe. Und das ist eigentlich jetzt schon der Fall. Weswegen ich im Moment nur bei 4 Videos am Tag bin. Wenn überhaupt. Manchmal schaffe ich es auch nicht, diese Zahl einzuhalten. Aber ich bemühe mich, zumindest damit Pokémon Y möglichst frühzeitig durch ist, weil ich ja sehr, sehr viele Videos davon veröffentliche. So. So. Oh, Moment. Also, da muss ich sagen, das ist jetzt doch eigentlich ganz gut. Ich habe es halt nicht in dieser kleinen Höhle gefunden, so sehr ich auch versucht habe. Aber jetzt muss ich sagen, Decken findet man doch ganz gut, wenn man lang genug sucht. Allerdings FMs nicht. Die Chance liegt doch bei 1% oder so, wenn ich mir diese ganzen Areal die anschaue. Oder gut, es ist Ariados. Als wäre es im Griechischen, wenn man es kräsisieren würde, Ariadoi. Der Plural, aber gut. So, weg mit euch. Und dann würde ich sagen, holen wir diese TM noch als Schlusspunkt in diesem Part. Ja, zertrümmer ihn mal, Freundchen. Bam. Kein Pokémon. Ne, Pudersand. Den findet man jetzt auch öfter. Sonst hat man immer nur Granitsteine wie gefunden. Granitsteine verstärken Gesteinattack um 20%. Also früher so ziemlich das Typ-Item, was man am meisten bekommen hat, war auch Trostpreis in der Eingangspassage. Aber jetzt scheint sich Pudersand dem einzureihen. Sagen wir so, diese beiden Typ-Items sind jetzt nicht mehr unbedingt etwas Besonderes, aber meistens braucht man noch nicht mehr als einem im Team, weil man meistens nicht mehr als eines, also ein Boden-Pokémon oder ein Stein-Pokémon im Team hat. Also, natürlich, ich habe schon mal Leute gehört, die haben 2 Drachen-Pokémon oder so. Moment. Verteidigungs-TM. So. Gut, diese TM ist TM30 Spukball. Das ist eine gute Attacke. Geist 80 Stärke. Wobei vielleicht sogar mittlerweile mehr. Vielleicht sogar ist sie auch auf 90 erhöht worden, genauso wie Energieball. Schauen wir mal. Hätte ich jetzt nichts gegen. Nee, auch 80. Aber ja. Die Weltall könnte es lernen. Aber brauchst jetzt nicht. Durengard hat einen nicht existenten Spezialangriff. Gut Leute, im nächsten Part geht's weiter. Bis dann.